Ja, meine sehr verehrte Präsidentin, werte Präsidium, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Gäste. Die Aussprache zu diesem Thema hat doch gezeigt, dass hier auch fraktionsübergreifend wir eigentlich alle das Gleiche wollen. Wir wollen hier einen Erhalt der Binnenfischerei. Es geht uns auch um den Erhalt des Angelsports in diesem Land, der eine große Bedeutung hat. Es geht uns um den Erhalt der Infrastruktur zu diesem Thema, der eng verbunden ist mit dem Verzehr, der Verarbeitung von Fisch in der Gastronomie, in der Hotellerie, die touristischen Aspekte, die hier auch genannt wurden. Und ich freue mich auch über die klare Aussage des Ministers zu dem Thema der Weiterverpachtung. Und ich denke mal, da werden wir eben auch gemeinsam den Rücken stärken, dass wir hier keine europaweite Ausschreibung für diese Gewässer an den Tag legen werden. Und Herr Borschke, Sie haben ein bisschen zu sehr schwarz gemalt. Ich teile Ihre Bedenken. Sie stecken sehr tief in dem Thema Fisch und Fischerei. Und Ihnen geht es, glaube ich, auch vordergründig nochmal um die Bottenfischerei und die Binnenfischerei, die natürlich mit ähnlichen Problemen, zwar nicht mit Pachtungsproblemen, aber mit Strukturproblemen und auch mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen hat. Eine Anregung vielleicht noch, Herr Minister. Also ich habe vorhin nicht gemeint, dass wir in der Kernzone fischen wollen. Mir geht es aber eigentlich um weitere Nutzungseinschränkungen in den Nationalparken. Dass in der Kernzone Fischen nicht erlaubt ist, das ist seit Längerem im Gesetz verankert. Aber wir müssen eben darüber nachdenken, weil in den Nationalparken natürlich die Kernzonen erweitert und ausgedehnt werden sollen und inwieweit wir mit der Erweiterung und Ausdehnung von Kernzonen auch das Fischereirecht einschränken, darüber wäre dann auch nochmal zu diskutieren. Und so verstehe ich auch den Antrag von den Bürgern für Mecklenburg. Deswegen war hier auch schon die Ansage, dass wir uns mit diesem Thema mit einer Selbstbefassung im Ausschuss dann nochmal mit den umweltrechtlichen Belangen hier befassen werden. Eine Pauschalierung zu diesem Thema wäre heute nicht angebracht gewesen und hier muss differenziert jeder Einzelfall betrachtet werden. Und deswegen haben wir auch vorgeschlagen, dass wir dann dieses Thema nochmal im Ausschuss mit einer Selbstbefassung behandeln. Ja, ich appelliere an alle, unseren gemeinsamen Antrag hier zuzustimmen, damit wir hier, ich sage mal, unsere Regierung den Rücken stärken, um die Zukunft für unsere Binnenfischerei und alles, was damit zu tun hat, hier langfristig sichern. Und ja, bedanke mich jetzt schon im Voraus und hoffe, dass Sie unseren gemeinsamen Antrag hier zustimmen. Dankeschön. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der AfD der Abgeordnete Herr Strohschein.